Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einem regnerischen neuen Tag in Minecraft, Freunde. Vor mir passieren hier schon wieder Undinge. Ich denke, Logo spiegelt das Haus und baut es jetzt nochmal umgekehrt. Oder der baut da einen zweiten Stock drauf. So oder so, der hat noch nicht mal die Geschenke da drin abgerissen. Das juckt den alles gar nicht. Ich denke, das ist Logo und das ist Gambo. So, auf jeden Fall haut das... ich frage mal, was der da macht. Warte mal. Guck mal, sieht der Basalt gut aus? Weil ich habe noch so viel Basalt über. Ich habe nichts anderes mehr. Ja, das ist ja die perfekte Höhe für eine TNT-Kanone, ne? Ja, die baue ich mir auch noch oben aufs Dach drauf. Wenn ich mit dem 20... Also, ich weiß, dass du technisch nicht in der Lage bist, das zu bauen. Ich verstehe, als ob ich mir ein YouTube-Tutorial nicht reinziehen kann. Hm. Also, das geht natürlich viel zu weit. Ich weiß auf jeden Fall, dass es... das Easy hat das... Also... Dass die hat das nicht erlaubt, dass das, also es gab ja die, wir machen das in einem Buch, wir machen das ordentlich. Also wir gehen zum Buch rein, wir machen hier das Buch. Welches Buch waren das nochmal? Okay, das ist leer. So, da schreiben wir rein. Antrag zur Gebäudevernichtung hinsichtlich des Ausblicks der Nachbarschaft. Wir, die Mieter, Vereinigung bestehend aus Freaks, also Fabi, Ebro und Ben, das bin ich, beantragen die sofortige Sprengung durch einen meisterlichen Sprengmeister. Wir müssen auf die neue Seite. Sprengmeister. Betroffen soll das störende Haus von Logo sein, was besagter Täter zwischen unsere Häuser penetrant aufgebaut hat. Er verstößt damit gegen eine mündliche Abmachung. Das ist abgemacht, dass er das da nicht nochmal baut. Es gibt Zeugen. So. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Easy. So. Liebe Grüße an Richterin Easy. So. Damit haben wir die erste Klageschrift vollendet. Diese Klageschrift bringen wir jetzt an die... es gibt da so eine Kiste, da kann man das da so reinpacken. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wo hat sie denn die Kiste hier? Nee, das sind die Vorschläge. Das ist die schwarze Mauer. Nee, wie nennt man denn das, wo man so Sachen dran pinnt, was man so sucht? So, ich suche einen Kühlschrank, da mache ich das doch dran. Wie heißt denn das? Das hat einen Namen. Ey, wisst schon, was ich meine. Aber ich glaube, hier machen wir die Klageschrift. Serverregel? Nee. Serverregeln ist auch Quatsch. Wo hau ich denn jetzt hier diese Klagen rein? Anklag bitte in die Kiste. Wir hatten eindeutig... So, ich signiere das, da kann das auch nicht umgeschrieben werden. So, wir hatten nämlich eindeutig abgemacht, dass da kein Haus hinkommt. Und wenn ein Haus hinkommt, haben wir uns geeinigt, soll das maximal die Größe haben von einem kleinen Villager-Haus. Das heißt, selbst das hier wäre schon eigentlich schon zu groß. Selbst das wäre schon gar nicht mehr erlaubt. Er baut das. Also das ist ein starker Verstoß gegen die Serverregeln. Das muss auf jeden Fall geregelt werden. Vielleicht können wir Easy direkt mal anhauen und sie kann sich die Klageschrift mal durchlesen. Vielleicht können wir hier sofort eine Entscheidung rankriegen. Das wäre geil. Schlafen kann ich machen. Ich habe nämlich jetzt inzwischen ein Bett für unterwegs. Wunderschöne Statue. Ha, wunderschön. So, wir machen jetzt hier gleich Nägel mit Köpfen. Wo ist Easy? Easy. Mann, seit Logo ihr Haus geprankt hat, ist sie hier nie. Junge, wie sieht denn das hier auch aus, ey? Da fehlt doch auch die zweite. Hat er sich eine zweite Etage, sag mal? Bevor wir mit Easy reden, möchte ich noch was anderes ansprechen. Und zwar hat sie ja die Richterwahl gewonnen. Und ich habe ja eigentlich versucht, dass sie Lina gewinnt. Und sie meinte, dass sie dann Hate-Kommentare aus meiner Community bekommen hat. Mit Leuten, die haben geschrieben, ich hasse dich, Lina wäre bessere Richterin. Und da muss ich ganz klar sagen, ob es da noch scheppert in der Birne, Leute. Noch alle Tassen im Schrank. Für jeden, der das geschrieben hat, ein Monat Handyverbot. Damit wir uns damit mal wieder hier klarkommt. Wieso schreibt ihr sowas? Das ist ganz große Kacke, ist das. Mein Gott, ey, wir haben doch nur Spaß zusammen. Sie hat absolut souverän die Wahl gewonnen, fair und ehrlich. Sie macht das super, hat Serverregeln geschrieben, hat da eine Statue hingebaut, gibt sich Mühe, alles geil. Und dann kommen da Leute, ich meine, das sind noch ein paar, 99% von euch sind Ehrenleute, ne? Die machen sowas natürlich nicht. Aber diese 1%, Leute, denkt doch mal nach, was ihr da macht. Kacke ist das, okay, sowas will ich nie wieder hören. So. Okay, so, jetzt reden wir mit Easy.
Kiisi kommt in 5 Minuten. Da können wir vielleicht mal fragen, wie es Flo geht. Da müsste ja hier jetzt auch gerade, der ist gerade gejoint. Und wenn ja, er spawnt doch bestimmt. Man lockt sich doch immer in seinem Haus aus. Oder was baut denn der hier eigentlich? Gebiet Eigentum, okay. Ist er gerade da? Hallöchen? Ah, der ist da. Sag mal, es kann nur einen coolsten Hut in der Stadt geben. Es kann auch zwei geben. Ah, nee, es kann nur einen geben. Aber weil du hast recht, es kann nur einen coolsten geben. Es kann wir nur wissen alle, wer das ist. Ja, ich nämlich. Bei mir steht ja nicht ohne Grund die 1 drauf. Da steht plus 1. Ja, gut, muss jetzt auch nicht ganz genau nehmen, ne? Ja, so, pass mal auf nicht, dass mal über Nacht dein Hut verschwindet, ne? Ja. Ist nur eine Warnung. Hat dein Hut Reparatur? Ja, natürlich. Ja, meiner auch. Ja, sicher, oder ist das ein Bluffer? Ja, meine hat Reparatur. Ja, glaube ich dir mal. Denkst du, ich renne ohne die Reparatur rum? Ja, das Ding, mein Hut geht mit 10 Schlägen kaputt, sag ich dir ehrlich. Deiner? Nee, deiner. Nee. Ja, mit dem Hut müssen wir uns noch was einfallen lassen. Es kann nicht sein, dass der dann mit diesem Sombrero rumrennt. Ich hab doch den Nummer 1 Hut, Leute. Dafür kann ich trinken, während ich laufe. So ein Ding nämlich. Das sieht so geil aus von hier. Diese Statue ist anders fresh geworden. Ey, die müssen wir Edina noch zeigen. Ich glaube, Edina hat die gar nicht gesehen. Easy wird eh einen Ticken länger als 5 Minuten brauchen, glaube ich. Weil, wenn man so, na, noch 5 Minuten, dann dauert es immer ein bisschen. Das heißt, ich zeig mal in der Zwischenzeit nochmal Elina meine Statue. Ich glaube, die hat die nämlich noch gar nicht gesehen. Warte mal, ich kann ja direkt... Warte, ich habe direkt eine Idee. Ah, das ist schlecht. Hm, wie machen wir das jetzt? Bin da... Oh, jetzt ist sie da. Warum so schnell? Bruder! Eine Minute. Ich bin sofort da. Ich brauche Bären. Ich will ihr nämlich ein Geschenk direkt mitbringen. Passt mal auf, nämlich als Entschuldigung für die... Hate-Kommentare, die sie da bekommen hat, will ich ihr für ihren Zoo, den sie ja baut, will ich ihr ein Stinktier mitbringen. Und da muss ich aber, weil ich will ja hier ein Gehege mit Stinktieren haben, da muss ich die aber auch direkt paaren. Weil wenn ich jetzt einen mitnehme, wisst ihr, dann habe ich ja nur noch einen und das ist dann Quatsch. Da draußen ist ja eh einer. Wir nehmen den einfach. Das ist so ein Bio-Stinktier. Komm her. Jetzt ist er da reingesprungen. Ich krieg das nicht. Komm ran. Wir haben einen. So, auf zu Easy. Wir sollten es eigentlich mit einer Leine, wäre schon besser, aber da muss sie sich dann darum kümmern. Ich habe ein Geschenk mitgebracht, als Entschuldigung. Für die heftigen Hate-Kommentare. Ja. Kannst du ein Stinktier noch gebrauchen? Ich habe zwei Stinktiere. Gebrochen. Aber ich finde es nett, dass du mir ein Stinktier schenkst. Das hat auf jeden Fall... Ja, pass auf, aber eigentlich war das nur... Ich dachte mir schon, dass du eins hast, weil die sind ja nach meinem Prank in der ganzen Stadt rumgelaufen. Ich dachte mir aber, du darfst dir ein Tier wünschen. Eine Wal. Ja, okay, wie soll ich jetzt einen Wal rankriegen? Kann man den tragen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich kann mich morphen und in deinen Zoo stellen. Echt, hast du einen Wal? Nee, aber kann man ja organisieren. Und dreimal sterben darf dabei. Darf ich ein Tier wünschen? Ja, ich habe eine Empfehlung. Okay. So ein Gorilla. Aber Ben, ich besorge mir gerade einen Gorilla. Oh, okay, dann kein Gorilla. Nee, ich besorge mir gerade ein Kapuzineräffchen. Gorilla wäre cool, das ist was anderes, oder? Nee, kein Gorilla. Mach mal ein Schaf. Doch, Gorilla finde ich gut. Okay, wir Gorilla machen ein Schaf, haben wir einen Deal, super. Nein, Ben! Aha. Aber wenn ich das schwarz färbe, sieht es fast aus wie ein Gorilla. Okay. Aber... du kannst dann sogar, wenn du ein Tier spendest, einmal kostenlos in den Zoo. Oh ja, wie viel Eintritt kostet es denn normalerweise? Normalerweise ein paar Smaragdos. Ich will dir übrigens mal was zeigen. Und du musst aber jetzt nicht böse sein oder so. Ich hatte das ja schon mal angekündigt, weil ich bin ja auch ein Opfer. Wir sind beide Opfer, ne? Also ich bin ja kein Täter, ich will das nur sagen. Was passiert? Nein! Aber guck mal. Deshalb war da nie was drin. Nee, da in der Kiste unten war nämlich auch nie was drin. Ich habe hier nichts rausgezogen bekommen. Nie steckt da einer irgendwas rein. Ja gut, aber die ist auch geschlossen. Nee, das Ding ist schon seit über einer Woche da. Echt? Und ich habe das auch nicht gelehrt. In über einer Woche ist hier ein Eisen drin. Die Leute laden, also ne, ich würde nur sagen, dass ich hier... Dann muss ich mal Klartext mit denen reden. Also ich bin hier genauso der Geschädigte, ne? Also bitte, bitte bucht mich nicht ein. Nee, aber eigentlich war ich was ganz anderes. Ich habe eine Klage abgegeben. Was hast du gemacht? Ich habe eine Klage eingereicht. Ich bitte um einen Eilantrag, also dass das hier zügig durchbearbeitet wird. Was für eine Klage?
Ja, musste lesen, habe ich. Ja, hab ich ja, eine Klageschrift gemacht. Hast du die am Gericht Ja, wir können hingehen, wenn du willst. Dann trage ich kurz das Stinkertier und dann. Pasch. Ah, okay. Okay. Also, sobald du das Dorf betrittst, ist sehr offensichtlich, worum es geht. Okay, also, es ist quasi nicht zu übersehen. Oh no. Junge, du hast eine richtig schöne Aussicht. Was hat jetzt schon wieder gemacht? Du hast eine richtig schöne Aussicht auf Banks, habe ich gesehen. Die Banks-Statue. Ja, das stimmt. Ich finde das ganz gut. Echt? Sieht schick aus. Ja, finde das cool. Von mir aus kann Ryan das stehen lassen. Der wird das safe stehen lassen. Du weißt es wohl, man kann es schon schnell abbauen. Nein! Hä? Was wird das denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Logo Corporation. Der baut sich da einen Schurkentower oder so. Okay. Und darum geht's dir, oder was? Ja. Ich habe aber alles schon niedergeschrieben. Also nicht nur ich, ne? Wir sind hier eine Nachbarschaftsvereinigung. Ja, finde ich gut. Also ich würde sagen, wir stimmen dann gemeinsam vor Gericht darüber ab. Ja. Und dann sind alle mit beteiligt. Das wäre, glaube ich. Oh, hier ist noch ein Stinktier. Okay, ich lasse es hier. Wir gegen Logo. Haben da noch andere unterschrieben? Ja, also ich habe es geschrieben, aber wir haben es schon zusammen abgesprochen. Okay. Antrag zur Gebäudevernichtung hinsichtlich des Ausblicks der Nachbarschaft. Wir, die Mietervereinigung, bestehend aus Freaks, Ebru und Ben, beantragen die sofortige Sprengung. Was? Eine Sprengung? Ja, oder Entfernung, aber ich fand Sprengung cooler. Oha. Na gut, okay. Dann sollten wir das mal zur Abstimmung bringen, vor Gericht. Und Logo, kann sich dann vor Gericht verteidigen. Na, aber wird das wirklich abgestimmt? Ich meine, abgemacht war ja... Bist du der Ankläger? Ja. Mit Ivo und Fabi. Aber abgemacht war ja, er darf da ein Haus bauen, was so groß ist wie ein kleines Village-Haus. Also so wie das Iglo da ungefähr. Na, und man sieht ja eindeutig, dass das nicht passiert ist. Aber das war meiner Meinung nach nicht abgemacht. Zumindest hat mich darüber niemand informiert. Aber ich habe Zeugen. Deswegen, okay. Okay, die Zeugen sind auch Fabi und Ivo, aber... Ja, gut, aber... Ich finde, wir sollten unseren ersten... Weißt du, ich muss ja auch ein bisschen arbeiten, Ben. Ich kann ja nicht immer nur alles entscheiden. Ja, okay. Du machst das schon, ne? Ja. Aber ich sag mal, der Gorilla, der trägt sich auch nicht von selbst bis zu deinem Zoo, ne? Nur mal so als Hinweis nochmal nebenbei. Den Gorilla kann ich auch selber tragen. Hey! Okay, ich werde mich ums Gerichtsverfahren kümmern. Ben, du musst als Ankläger dabei sein. Das ist ich bin dabei. Alright, gut. Wir haben ja jetzt inzwischen eine Menge Nautilus-Schalen bekommen. Das heißt, die nächste Stufe, die wir heute machen wollen, ist, wir wollen eine Schneckenbox bauen. Das ist ein Briefkasten sozusagen. Warte mal, da fällt mir ein. Habe ich noch einen Name-Tag? Nee, weil ich kann, also ich habe mich auf Stinkeheimer festgelegt, war auch das meiste, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Aber ich habe gar keinen Name-Tag. Ich kann Stinkeheimer, damit ihr wisst, das ist Stinkeheimer. Ne? Ich kann aber Stinkeheimer nicht Stinkeheimer nennen, weil ich kein Name-Tag habe. Aber den kriegen wir schon irgendwann nochmal. Dann nennen wir den Stinkeheimer. Stinkeheimer ist ja gar kein Problem. So, wir haben jetzt diese Mail. Ich muss mal gucken, wie das Ding jetzt genau funktioniert. Also man kann damit Briefe verschicken und Briefe bekommen. Warum ich das jetzt crafte, ist natürlich nicht einfach nur so aus Jux. Das hat auch einen Sinn. So, das ist jetzt meine Mailbox. Jetzt kann ich da Briefe reinmachen und die verschicken. So, ich will jetzt nämlich einen Brief an den Hexenclan. Nee, ich mache zuerst die Vorbereitung und schicke dann den Brief an den Hexenclan. Ich habe da nämlich eine Falle überlegt. Und zwar, passt mal auf, da brauchen wir eine Menge Fäden. Ich hoffe, ich habe nur 6 Fäden. Das ist ja Überquark. Okay, warte mal, das könnte tatsächlich jetzt ein Problem werden. Ich will nämlich diese Bomben craften, aber ganz viele. Wir packen dazu das TNT in die Mitte. Hier machen wir den Faden. Ich glaube, irgendwie so, oder? So? Nee. Ah, verdammt, wie geht denn das jetzt nochmal? Diese Crafting-Rezepte immer. So, ich hatte es richtig. So, 4 Bomben. Wir kriegen aus einem TNT 4 Bomben raus. Das ist schon krass, ne? Passt mal auf. So. Boom. 25, Alter. Geil. So, was wollen wir damit machen? Ich kann euch das mal... Ich demonstriere euch mal die Falle, die ich für die Hexen bauen will. Schon mal vorher. Da brauchen wir einen Werfer. Wir sollten ja noch von der... Einen Komparator brauchen wir definitiv. Wir brauchen definitiv ein bisschen Redstone. Wir brauchen definitiv einen Werfer, den ich jetzt hier... Ich muss doch einen Werfer haben. Wir haben keine Werfer mehr. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo diese Werfer hin sind. Das ist falsch rum. So, jetzt haben wir einen Werfer. So, das müssten wir alles haben, oder? Wir haben Redstone, wir haben Komparate, wir haben... Okay, let's go. Ich zeige euch, ich muss mal ein bisschen weiter weg, damit das keiner mitbekommt. Warum steht Gambos Haus gespiegelt neben seinem Haus? Hä? Das ist ein Öfen. Alter, ich dachte, das ist eine TNT-Kanone oder so. Das sah anders wild aus.
Ja, wir können es ja, hier ist noch eine schöne freie Fläche, können wir es da machen. Weil die zerstören eh keine Blöcke, die machen nur Schaden an Spielern oder an Entities, Monstern und so weiter. So, passt mal auf, was das jetzt hier nämlich erzeugt, ne? Du kannst sogar eine Falltür drüber machen. Ich kann jetzt keine craften, aber du kannst hier eine Falltür drüber machen. Dann sieht man den auch logischerweise nicht. Und da machen wir einfach Folgendes, Leute. Wir verbinden das hier mit Redstone, machen da Bomben rein. So, machen dann hier eine Redstone-Clock. Bam, 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 bam. Jetzt machen wir eine Redstone-Fackel noch schnell. Und dann guckt mal an, was man damit jetzt hier nämlich machen kann. Ist jetzt auch ein bisschen Verschwendung, aber ich würde es euch halt vorher gerne mal zeigen. Jetzt stellt euch nur vor, man befindet sich in einem Meetingraum, macht so ein Friedensmeeting mit den Hexen, mit dem Bratpfann-Clan und so. Und oben sind hinter Falltüren versteckt 6 dieser Dinger, vielleicht auf beiden Seiten sogar 12 dieser Dinger. Das heißt, du schießt 12 Sekunden pro Tick, das heißt, keine Ahnung, Stack-Bomben in einer Sekunde. Ne? Nur mal so, wir denken mal nach. Das war nur einer. Stellt euch mal vor, das wären 12. Das wird den Hexenclan anders aus dem Orbit pfeffern. Ho, weil die haben mich ja gekillt, Leute. Denkt ihr, ich habe das vergessen? Das habe ich auf gar keinen Fall vergessen. Dafür muss noch die Rache geben für meinen Tod. Da habe ich Level verloren, Leute. Und auch ein bisschen gedemütigt worden bin ich. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall regeln. Das heißt, wir brauchen aber jetzt erstmal Fäden tatsächlich. Wir können aus Flachs Faden machen. Wir haben Flachs. Jawohl, Pflanze. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass wir Flachs haben. Hier, Flachs-Seeds, da haben wir es doch. Boom, Knochenmehl. Haben wir zum Glück ja mehr als genug. Oh, mein ganzes Inventar ist hier wieder voll, ne? So ein Käse, Alter. Das muss alles weg. Holz muss da rein, sonst haben wir wieder genug Platz. Geben wir mal hier die Knochenmehl. Let's go. Bam, bam. So, Knochenmehl. Geil. Okay, das müssen wir aber größer machen irgendwie. Das ist hier sehr ineffizient. Warte mal. Kann ich das nicht in meinen automatischen... Nee, kann ich nicht. Das wächst da nicht. Das ist zu wenig Platz. Das wäre es ja gewesen jetzt in meiner automatischen Essensfarbe. Das wäre so geil, ey. Okay, jetzt brauchen wir nur noch arsch viel Eisen. Alles an Eisen, was ich habe. Das reicht nicht. Na, wobei, maybe. Okay, warte, wir müssen... Ich habe da noch Ungebratenes. Das müssen wir natürlich hier erstmal nochmal schön durchbrühen. Bam, bam. Nice. So. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Knochenmehl kann wieder hier zurück. Brauchen wir auch nicht mehr. Bam, Bären können ins Essen rein. Das ist völlig krass, wie viel Kram ich einfach habe, ne? Ich renne hier mit so viel Kram rum, meine Güte, Alter. Sagen Sie mal, wieso ist meine Alarmanlage nicht angegangen? Elina, du bist rot. Ah nee, das ist... Ich bin Katzenfisch. Ja, hörst du meinen Katzen? Ja. Sagen Sie mal, Herr Gambo-Frosch, wollen Sie eigentlich Ihren Villager auch mal mitnehmen oder bleibt er jetzt hier einfach geparkt bei der Wohnung? Ich sagte, ich gebe dir noch einen Tag, dann gehört er mir. Nein, ich würde vorschlagen, guck mal, hör mir doch mal zu. Ah, ja. Ich meine, Okay. Ich habe doch auch Anrecht auf deinen Mending-Villager. Passt er, ja. Ich wollte vorschlagen, dass wir vielleicht noch eine extra Kammer für den Bruder hier bauen. Den dann da runterlegen und dann packen wir da irgendeine schöne Verzauberung. Wollen wir den geben? Schutz oder so? Schutz 4? Ja, Schutz oder Schärfe oder irgendwas. Ja, mach mal. Da muss ich aber meinen Keller vergrößern. Ey, du kannst doch die Zunge bestimmt rausstrecken. Mach mal die Fähigkeit. Nee, das funktioniert echt? Nicht. Ah, schade. Nicht jeder Morph hat eine Fähigkeit. Aber guck mal, was ich seit gestern hab, Ben. Oh, hast du ein Totem? Den Totem hat Flo sich eingesagt. Ja, mit Flo habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Weil es kann halt auch nur einen coolsten Helm in der Stadt geben. Nein. Ach, wegen dem Sombrero? Ja. Gibt es eine Mützenschlägerei da? Es gibt eine andere Mützenschlägerei, wird es da geben. Ich habe jetzt extra schon eine Mailbox gemacht. Ich schicke den da einen Duellbrief noch. Eieieiei. Also ich, wenn es eine Wahl gibt über die Mützen, dann wähle ich für Ben. Nice. Aber ich denke, wir werden das in einem... Wenn es eine Wahl gibt, wähle ich mich selbst. Wir werden das in einem Kampf um Leben und Tod, denke ich. Ich spiele wieder Filteranlage. Dann bin ich trotzdem Junge, sieht aber echt aus wie so eine RGB-Filteranlage. Weißt du, was besser als eine RGB-Filteranlage ist? Nee. Zwei RGB-Filteranlagen. Ich habe das gefilterte Wasser der Welt. Hier lebt zwar kein Fisch drin, aber egal. Das ist richtig krass. Zuschauer, das wollte ich mal fragen. Habt ihr eine Idee, wie ich das hinkriegen kann, dass
ich den, also dass ich das so lasse, ich will kein Glas, kommt mir nicht mit Glas, das soll so bleiben, aber dass die Fische nicht immer rausfliegen, woran, also kann ich das, gibt es da einen Trick oder so? Ja, das wollte ich nochmal fragen. Ich habe da was zu gelesen für so Infinity-Aquarien, Ben. Ja. Mit Glas kann das gehen. Ah ja, aus dem Supertipp. Warte, ich craft direkt mein Glas. Okay. Ja, ich hau jetzt ab, Leute. Tschüss. Nein, nicht mit dem Villager, bitte nicht, bitte nicht. Doch nicht. Okay, danke schön. Tschüss, Benjamin. Ciao. Mensch, jetzt haben die mich vom Bombencraft abgehalten. So, Eisen, genau. Wir hatten ja das Eisen im Ofen. Wir hatten auch noch Eisen hier drin. Oh, das könnte, aber warte mal, wir können auf jeden Fall eine Menge craften. Tenini mit der Fäden hier. Wir brauchen ja noch 4. Das reicht, warte, wir können arsch viel craften. Alter, ich habe 150 Bomben. Ja, wir brauchen noch, aber wir brauchen mehr. Ja, tatsächlich habe ich mein ganzes Eisen jetzt aufgeräumt. Ich habe kein Eisen mehr. Ich habe aber hier noch Eisenblöcke, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Ich will jetzt auch noch ein bisschen Eisen behalten. Es ist ja jetzt nicht so, dass. Die Bomben tun wir erstmal, die darf natürlich keiner sehen. Die tun wir erstmal hier rein. Nicht stinkern. Hast du mich verstanden, Stinkeheimer? Du hast doch noch keinen Namen, aber. Warte, ich habe Bären für dich. Können wir Bären füttern? Wir gehen zu essen. Holen uns die Bären. Ja, damit es dir auch gut geht, ne, mein Kleiner. So, bitteschön. So, ich will jetzt mal Flo den Brief schreiben. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen spontan. So, ich habe jetzt hier eine Briefmarke. Was mache ich damit? Okay, warte. Dann lass nochmal einen Briefumschlag craften. Das geht tatsächlich auch mit einem Eisennugget. Den haben wir hier. Das heißt, ein Paper und ein Eisennugget. Zack, bam. So, jetzt habe ich einen Briefumschlag. Wie tue ich da jetzt einen Brief rein? Elina, Gambo, Hallöchen. Elina? Wow, eine Schnecke. Ja. Wie verschicke ich einen Brief? Ich habe hier eine Briefmarke, ich habe hier einen. Hä? Ich wollte auch gerade einen Brief versenden. Also, ich habe hier einen offenen Briefumschlag. Wie mache ich denn das? Also, zunächst musst du in deinen Briefkasten gucken. Dann musst du oben rechts den Briefumschlag, den leeren reinmachen. Dann musst du den Briefumschlag irgendwie öffnen und Darm reinmachen oben rechts. Ah ja, hab ich. Ja, und beim Namen mache ich jetzt Chaosruf 44. Ja. Von? Ach so, da muss ich was reintun. Zum Beispiel ein Buch. Ja, genau. Ah, okay. Was könnten so eine. Die Mafia macht doch so einen Pferdekopf, den habe ich jetzt natürlich nicht. Was könnte man denn so als Kriegserklärung da mal schicken? Eine Bratpfanne. Oh ja, gute Idee. Ich denke, ich habe sogar eine Bratpfanne. Ah ne, verdammt. Aber können wir machen. So, da brauchen wir Keramik. Heute haben wir einen dicken Eisenverbrauch. Merkt ihr das? Das ist krank. So, wir machen eine Bratpfanne. Bam. Ich schmeiß mal hier rein. Wir schreiben außerdem ein Buch. Tschüss. Ah, das ist ein Entschuldigungsbuch. Bisschen Erinnerung löscht man hier, ne? Eigentlich doof. Eigentlich hätte ich alle Bücher aufheben müssen. Aber wer soll das lesen? Leute, wir haben doch keine Zeit. Jeden Tag passiert ja was Neues. So. Lieber Flo, wie bereits gesagt, kann es nur einen coolsten Hut der Stadt geben. Wir müssen in einem epischen PvP-Kampf klären, wer den cooleren Hut hat. Treffpunkt und Ort sowie Regeln in Klammern, hier gibt keine. Besprechen wir. So, signieren. Coolster Hut. Bumm. So, ein da. So, jetzt machen wir es, wie Elina gezeigt hat. So, wir packen also, wir gehen hier in den Briefkasten. Nee, warte mal. Send. Aber nein, ich hab den jetzt schon gedingst. Da ist jetzt schon programmiert quasi. An die Open. Ach, zum Glück. Briefmarke rein. Von Banks zu Chaosflow 44. Oh. Chaosflow 44. Wir machen einmal das Buch rein und einmal die Bratpfanne rein. So. Und jetzt senden. Briefkästen Location Private. Select. Oh mein Gott. Alter, da fährt jetzt eine Schnecke hin. Meint ihr, das hat geklappt? Ich würde es am liebsten kontrollieren, ob der Brief da wirklich auch angekommen ist. Aber es wird schon geklappt haben.
Flo hat, ich wusste gar nicht, aber der wird mal einen Brief bekommen. Da werden wir uns festlegen, werden einen geilen PvP-Fight machen und nur der Gewinner darf seinen epischen Hut, den coolsten Hut nennen und behalten, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich jetzt schon den Fallentreffpunkt bauen, aber es ist so viel in der Folge passiert. Ich würde sagen, ich habe schon nämlich wieder die Episode. Wir bauen in der nächsten Folge den Fallenraum für die Hexen und in der übernächsten Folge wird es das Treffen mit den Hexen geben. Und da werden 400 Bomben auf sie niederregnen. Nee, was ist das der Plan, ob das alles auch so klappt? Wir müssen hoffen. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal kostenlos. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Und klickt jetzt auf das Video für die offizielle Minecraft-Freunde-Playlist. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.